Hey zusammen, heute gibt es einen gemüsigen Tipp von mir und zwar zeige ich euch, wie ich bzw. wo ich mein Gemüse kaufe und ich habe nämlich was Neues entdeckt diese Woche und habe das gleich mal ausprobiert und bin ganz zufrieden gewesen und leider ist es sehr, sehr unbekannt und deswegen möchte ich euch das zeigen und meine Erfahrungen schildern und euch überhaupt sagen, was es genau ist und das seht ihr gleich. Ich habe mir gerade ein Smoothie gemacht und zwar habe ich letzte Woche war ich in Breslau bei einer Freundin und die hatte mir erzählt, oh, es gibt so, ich weiß nicht, sie hat es glaube ich nicht gemacht, aber es gibt so ein Erdbeer-Spargel-Smoothie und ich habe mir gedacht, klingt verrückt, will ich aber haben, bevor die Spargelsaison fertig ist oder fertig, aber vorbei ist. Und dann habe ich mir jetzt noch Spargel gekauft und mir diesen Erdbeer-Spargel-Smoothie gemacht und habe da noch ein bisschen Petersilie rein, ein bisschen Agavendicksaft. Und das war's eigentlich. Ich glaube, es kommt noch Kokosöl rein, das habe ich diesmal rausgelassen. Ach ja, und Limette. Das Rezept gibt es auf Alnatura. Das kann ich nur verlinken in der Infobox, falls ihr auch dran Lust habt und irgendwie noch Spargel irgendwo findet. Schmeckt aber gut. Also, der Geschmack kommt raus, also er ist ja auch roh drin. Ist gewöhnungsbedürftig, aber ich glaube, mega gesund. Aber wir wollen nicht vom Thema ablenken. Und zwar habe ich in der Novo in der aktuellen Ausgabe was entdeckt und zwar einen Link. Ich weiß gar nicht mehr genau in welchem Artikel. Das ist auch egal. Und zwar geht es um Food Assembly. Und zwar ist es ein Unternehmen, ein Startup aus Frankreich. Und die bieten was an und zwar eine Art Bauernmarkt, auf dem die Erzeuger direkt mit den Käufern, so wie ich es jetzt bin, in Kontakt treten können und dort ihre Produkte verkaufen. Und ich erzähle euch jetzt erstmal, was es genau ist, diese Food Assembly. Die Food Assembly ist ein neuartiger Bauernmarkt, der eben Obst und Gemüse und Selbstgemachtes aus der Region anbietet und das alles zu einem fairen Preis. Jetzt ist aber die Frage, wie funktioniert das überhaupt? Es funktioniert so. Und zwar läuft das alles online ab über ein Formular, man meldet sich bei der Food Assembly an und es gibt verschiedene Punkte. In der Stadt, in meiner Gegend, in der ich eben diese Produkte beziehen kann. Und für so ein Assembly melde ich mich an und habe dann da eine Auflistung von Händlern bzw. Erzeugern, die dort einmal in der Woche ihr Gemüse verkaufen. Und dann haben die eine Liste erstellt für jede Woche, was sie gerade in der Zeit anbieten und zur Verfügung haben. Und man kann dann auswählen, was man möchte und das eben dann anklicken. Und dann packt man das alles zusammen in den Warenkorb und bezahlt dann anschließend. Und das meiste ist in Bio-Qualität, das finde ich sehr gut. Und wenn ich das dann bestellt habe bzw. bezahlt habe, habe ich dann einen Termin bzw. der ist jede Woche fest. Meistens, also bei mir ist es jetzt abends gewesen, Mittwochabend. Und da habe ich dann 2 Stunden Zeit eben zu diesem Assembly zu gehen und dort mein Gemüse abzuholen. Und das Schöne ist, dass die Erzeuger direkt dort sind. Also die verkaufen das, die haben da so einen Stand und verkaufen dort ihre Sachen und ich kann mich mit denen austauschen, ich kann fragen, woher das ist und habe dann auch mit denen gesprochen und die haben mir erzählt, irgendwie, wie ich das Gemüse oder ich hatte auch so Kräuterseitlinge gekauft und wie ich die am besten anbrate oder beziehungsweise wie ich die verwende zum beim Kochen. Am besten gar nichts mit rein, nur mit Salz und Pfeffer würzen, dass der Geschmack erhalten bleibt und nicht mit einem dominanteren Geschmack irgendwie untergeht. Und das ist schön, weil man irgendwie sehr viel noch erfährt über das Gemüse. Und leider ist es noch nicht so bekannt und deswegen sind da noch nicht so viele Leute. Und für die Händler ist es halt die Frage, lohnt es sich schon für mich, wenn gar nicht so viele Leute überhaupt einkaufen dort. Weil ich hatte dann auch mit einer Bäuerin, mit einer Erzeugerin gesprochen, die so ein bisschen weiter aus dem Havelland herkommt und die hatte gemeint, sie macht hier relativ wenig Gewinn letztendlich, weil sie die Anfahrtskosten selber bezahlen muss und dann hat sie nicht einmal die Lohnkosten oder die Stunden, die sie für die Arbeit da aufgebracht hat, mit eingezählt und es steht aber hinter diesem Projekt, weil sie einfach den Vorteil sieht, weil wenn es anfängt zu laufen, sie hat auch relativ viel Obst und Gemüse, das sie anbaut, also sie könnte auch eine größere Masse bedienen. Aber der Vorteil ist nämlich, sie hat mir erzählt, dass sie früher auf dem Markt verkauft hat und dort war es so, dass sie dann auch Tage hatte, da hat es geregnet oder da kamen nicht so viele Leute und dann hat sie die ganze Ware gehabt, die sie gepflückt hat, die sie geerntet hat, da gehabt auf dem Markt und die wurde nicht verkauft und dann hat sie das alles wieder mit nach Hause genommen und sie meinte, sie hat Tränen geheult, weil das Obst und Gemüse nicht so lange gehalten hat,
klar, weil es dann gepflückt war und sie für den Eigenbedarf das gar nicht verwenden konnte. Und da hat sie den Vorteil, oder alle Erzeuger, die da mitmachen, dass eben nur so viel geerntet wird, wie man eben auch verkauft. Also das heißt, ich sehe ja vorher die Liste von den ganzen Kunden, die bei mir bestellt haben, und dann ernte ich an diesem Tag, wenn ich abends verkaufe, ernte ich an demselben Tag frisch die Sachen, packe die zusammen und fahre dorthin. Und für den Käufer ist es super frisch, die ganze Sache. Und für den Erzeuger, der hat halt nichts, was er wieder zurücknimmt. Also der kann alles dort verkaufen. Und dieses Food Assembly, das ihren Sitz eigentlich in Frankreich hat und gerade in Berlin bzw. in Deutschland anfängt, überhaupt Marketing zu betreiben, bekannt zu werden. Assemblies, also diese Orte, wo die Verkäufe stattfinden, versuchen aufzubauen, die sitzen eben in Frankreich, ist so ein Startup, und in Frankreich läuft das richtig. Also ich habe mir richtig krass, ich habe mir mal die Karte angeguckt und da gibt es so viele Assemblies, also es ist wirklich interessant. Also da ist es wirklich groß, und ich finde es schön, dass man eben diesen Bezug hat, weil ich habe schon oft immer gesucht danach nach Gemüse, was aus der Region kommt, weil ich halt irgendwie in Berlin wohne und ich hätte gerne, ich meine, Brandenburg ist so groß, da wächst so viel Gemüse, und ich wollte einfach da rankommen, und auf dem Wochenmarkt habe ich es halt meistens nicht geschafft, weil ich mittags bzw. nachmittags, wenn die sind, oder auch vormittags arbeite oder in der Uni bin. Und ja, es gibt ja so Obstkisten, die man sich liefern kann, aber ich bin halt auch nicht zu Hause, dann wird die vor der Tür abgestellt, und ich weiß nicht, irgendwie war mir das alles nicht so, ich habe da immer relativ gezögert und es nie gemacht. Und jetzt diese Idee entdeckt, und ich war sofort begeistert und habe es dann auch ausprobiert und war, wie gesagt, auch überrascht. Vorteile sind einmal, dass man super flexibel sein kann, also ich kann jederzeit bestellen, ich muss nicht bestellen, und ich kann so viel bestellen, wie ich möchte. Und es gibt auch keinen Vertrag. Also wenn ich jetzt diese Woche bestelle, muss ich nächste Woche nicht wieder bestellen, beziehungsweise ich bin nicht vertraglich verpflichtet, irgendwie ständig einen Umsatz von was weiß ich zu machen. Das ist schon mal ein richtig schöner Vorteil. Man kann einfach bei Bedarf Gemüse bestellen. Wenn man es einmal ausprobiert hat und nicht zufrieden ist, dann muss man es auch nicht mehr machen. Und das hat mich auch angelockt, und ich dachte mir, weil ich probiere es jetzt einfach mal aus und guck mir, wie das so ist. Und wenn es mir gar nicht gefällt, dann lasse ich es einfach wieder sein. Und der zweite Vorteil, es gibt keinen Mitgliedsbeitrag. Also es ist eine Community in der Hinsicht, dass man halt dort ist. Es sind andere Käufer noch dort, es sind die Bauern, es sind die Leiter der Assemblies, die das aufbauen, beziehungsweise die da eben sich auch kümmern, dass viele Erzeuger dort sind. Die sind dort, und mit der habe ich auch gesprochen, und die hat mir dann gleich Tee angeboten und ein Pesto, und das war wirklich sehr kommunikativ, und das fand ich auch schön, dass man sich halt mit den Leuten auch unterhalten kann und dass da welche vor Ort sind. Und genau, und das ohne Mitgliedsbeitrag, also das ist einfach, man ist da überhaupt nicht gezwungen, irgendwas zu machen. Ja, der weitere Vorteil ist, dass es keinen Mindestumsatz gibt. Ich kann auch sagen, ich will nur einen Pfund Möhren oder so und hole die dann ab, und das ist vollkommen okay. Und ich muss da jetzt nicht irgendwie jede Woche für 20 Euro oder so bestellen oder für mehr. Also das ist auch sehr schön, dass ich einfach, genau, auch für kleinen Bedarf meine Sachen dort bekommen kann. Und wie schon auch erwähnt, der letzte große Vorteil ist auch, dass man eben Kontakt mit den Erzeugern hat und da eben auch sich austauschen kann, irgendwie Erfahrung austauschen kann. Und ich hatte da auch so Brennnesseln gekauft. Und sie meinte dann, das wusste ich selber noch nicht, ja, wie benutzt du die? Oder wenn du die anfassen willst und das nicht so abpacken kannst, irgendwie, dass die dich stechen, dann machst du einfach so, dass die auf dem Holzbrett legst und dann mit dem Nudelholz einfach ein bisschen rüberfährst, dann mit diese Splitter brechen und man sich dann nicht mehr schmerzen, also dieses Brennnessel, ihr wisst ja, was ich meine, dann spürt. Und genau, und solche Tipps einfach, die ich fand's irgendwie sehr harmonisch dort. Und wusste halt auch am Anfang gar nicht so, was kommt auf mich zu, vielleicht gehe ich auch nur hin und gehe dann wieder zurück, und dann war es aber doch irgendwie gesetzt, und ich bin ein bisschen länger geblieben. Und dann, wie gesagt, gab es ja auch Tee. Ja, und was habe ich alles gekauft? Also ich habe gekauft Rhabarber, weil das der letzte in der Saison war, und dann habe ich nochmal ein Kilo gekauft und habe da jetzt schon Rhabarber-Ketchup rausgemacht, Rhabarber-Sirup, und jetzt werde ich noch Rhabarber-Kuchen machen. Und dann habe ich noch so ein bisschen Grünzeug gekauft, weil es eben in der Stadt gibt es nicht so. Ich hatte Löwenzahn gekauft und Brennnessel, die will ich vermixen bzw. einen Salat auch draus machen. Dann habe ich diese Kräuterseitlinge gekauft, die waren super lecker. Und Radieschen habe ich noch gekauft.
Und mit schönem frischen Blattgrün eben auch, was man auch super für die Smoothies verwenden kann. Und das ist ganz schön, dass es halt auch so frisch gepflückt ist und wirklich dann top aussah oder aussieht. Dann, und dann habe ich mir noch eine Minze gekauft im Topf, weil ich dachte, die kann dann schön wachsen und ich kann dann ab und zu mal ein paar Minzblätter abzwicken. Genau, das war mein erster Testkauf und wie gesagt, ich war sehr überrascht und ich finde es richtig schade, dass es einfach noch nicht so bekannt ist und deswegen auch dieses Video, weil ich einfach sagen will oder zeigen will, dass es sowas gibt und ich glaube, dass das Interesse auch da ist. Ich meine, gerade in Berlin, aber ich glaube auch woanders und es werden immer mehr Assemblies entstehen und umso mehr Leute dort einkaufen, umso erfolgreicher wird es auch. Und genau, und deswegen wollte ich das mit euch teilen und schaut doch einfach mal auf die Webseite von denen und da stehen noch alle Infos, die man noch so braucht und ist auch ganz schön gemacht und erklärt und den Link findet ihr unten in der Infobox. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, darüber würde ich mich freuen und schreibt doch in die Kommentare, was ihr davon haltet und ja, wenn ihr das vielleicht sogar schon mal ausprobiert habt, wie euch es erging und vielleicht auch, wenn ihr das ausprobieren wollt oder so. Oder wenn ihr noch weitere Fragen habt, dürft ihr die auch gerne reinschreiben, beantworte die super gern und genau, sollte ich irgendwas vergessen haben, schreibt es mir einfach. Okay, bis dann. Schönen Tag noch. Tschüss. Knabberkerne, das ist so eine Mischung aus Sojabohnen, Kürbiskern und Sonnenblumenkern. Gibt es auch bei Rossmann. Kaufe ich mal und war dann aber richtig überrascht, wie lecker das war. Also das war eine richtig gute und ich finde die sehr, sehr praktisch, wenn man unterwegs ist, irgendwie in der Uni oder so, man hat so ein bisschen Hunger und dann kann man die so ein bisschen snacken.